Wir sind Grässel AG, produzieren hier am Standort in Adorf in der Schweiz. Und wir stellen Spanntechnik in allen Variationen her, sowohl Serieprodukte wie auch kundenspezifische Lösungen. Unsere Erfahrungen sind bis jetzt sehr positiv. Wir konnten in den letzten 1,5 Monaten viele produktive Stunden bereits produzieren. Wir konnten live erleben, was es heißt, wenn wir mit minimalem Rüstaufwand von einem Produktionslos ins nächste wechseln. Und unser größter Benefit ist, dass wir keine Halbfabrikate mehr haben am Ende der Nachtschicht, sondern am Morgen fixfertige Teile in der Kiste liegen. Mein Name ist Gabriel, ich bin CNC-Programmierer bei der Grässel AG. Die Erfahrungen bei der Automation 6S ist, dass wir eigentlich am Morgen als Programmierer kommen, die fertigen Teile aus der Schublade rausnehmen können, die Schublade nochmal beladen, eigentlich nochmal laufen lassen können und ich kann meinen Tätigkeiten als Programmierer nachgehen, ohne großen Aufwand. Die Bedienung der Zelloanlage, besser gesagt die Bedienoberfläche, ist recht freundlich. Man kann eigentlich per Knopfdruck sehr viel steuern und hat keinen großen Aufwand durch das. Sei es abblasen, Spannmittel reinigen, ist eigentlich alles per Knopfdruck möglich, was man eigentlich im Ablauf dazu haben möchte oder abwählen möchte. Durch das haben wir auch die Möglichkeit, einen Arbeiter ohne großen Aufwand einzuschulen auf die Anlage. Durch den Einsatz durch die 6S-Station kommen eigentlich keine Halbfabrikate mehr aus der Maschine, sondern nur noch fertige Teile mit wenig Rüstaufwand. Also seit ich mit RT2 6S arbeite, programmiere ich eigentlich jedes Bauteil, auch wenn es nur ein Stück ist, als Prototyp über den Roboter, über die Anlage, weil es vielleicht auch dann später mal in Serie kommen könnte. Mein Fazit ist, ich arbeite schon seit 11 Jahren mit Automatisierungslösungen und die 6S-Station ist für mich die einfachste und unkomplizierteste Lösung, auf der ich gearbeitet habe.